Tschüss Skopje, auf geht's nach Kosovo. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich bin im Kosovo, herzlich willkommen. Das war jetzt nichts mit der Green Card. Die Green Card ist im Kosovo nicht gültig. Ein Hoch auf meine Vorbereitung. Nur für euch zur Erinnerung, in dem Balkanstaat muss man die grüne Versicherungskarte fürs Auto ständig dabei haben, sonst kommt man gar nicht über die Grenze. Und Kosovo ist jetzt mein circa sechstes Land und ich habe endlich mal zum ersten Mal daran gedacht, die Karte an der Grenzkontrolle mit vorzuzeigen und dieses Land will die nicht sehen und ich muss eine eigene Versicherung abschließen. Ja, vor mir und hinter mir stehen jetzt hier nur Deutsche und Slowenen und so, wussten es wahrscheinlich alle nicht. Man braucht für den Kosovo eine eigene Versicherung. Die kann man natürlich hier an der Grenze abschließen. 1 Euro pro Tag, Mindestanzahl an Tage sind 15 Euro. So habe ich jetzt 15 Tage. So habe ich jetzt 15 Euro bezahlt für die Versicherung. Ich hoffe, die haben gleich mit Vollkasko gemacht. Aber gut, lieber eine Versicherung mehr als eine zu wenig im Notfall. So, und jetzt geht's los. So, juhu, ich bin in Kosovo. Mein erster Eindruck. Keiner kann Englisch. Ich kann mit Euro bezahlen. Und EC-Karte ist ganz schwierig. Oder Visa-Karte, also generell Karte bezahlen scheint schwierig. Aber ich bin in Kosovo. Schaut euch doch mal die Landschaft an. Mega. Und ich bin auf einer Autobahn. So eine schöne Autobahn hatte ich seit, keine Ahnung, seit Bulgarien nicht. Jetzt geht's Richtung Pea. Um 8.55 Uhr sollte ich dort sein. Es sind 137 Kilometer, also scheint die Autobahn relativ lang zu sein. Also mein erster Kontakt mit drei Menschen. Erstens war ich in einem Mini-Supermarkt. Ein Wasser kaufen kann man nicht mit Karte zahlen. Gut, kein Problem, hier gibt es Euro. Wusste ich auch vorher gar nicht. Habe ich meine letzten Euros rausgesucht. Sprachen kein Englisch. Okay, daneben war ein Bäcker, brauchte eh ein Brot und ging auch nicht mit Karte zu zahlen. Das Brot hat 50 Cent gekostet und ist riesig. Natürlich gibt es hier nur Weißbrot. Okay, wieder kein Englisch gesprochen, dass ich nach einer SIM-Karte fragen kann. Dann habe ich Tankstelle. Okay, 1,63 kostet übrigens Benzin hier. Sehr günstig. Und auch dort hat niemand Englisch gesprochen und eine SIM-Karte haben sie alle mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe gefragt, Supermarkt? Sie haben mir irgendwas erzählt, aber ich konnte es nicht verstehen. So, ich bin jetzt hier in Pea. Das ist ja der Ort, den mir alle empfohlen haben. Und ich muss mich jetzt einfach auf die Suche begeben nach einer SIM-Karte. Aber ich vermute mal, dass alles schon zu hat. Das ist bis jetzt das günstigste Land, in dem ich war. Und was mir noch aufgefallen ist, es ist äußerst schwierig. Hier spricht kaum einer Englisch. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn nicht, fahre ich morgen gleich nach Serbien. So, ich bin jetzt hier im Stadtkern von Pea und hier tobt der Bär. Hier ist richtig was los. Die Suche nach dem Internet habe ich aufgegeben und verschoben nach morgen früh. Und morgen früh entscheide ich, ob ich hier bleibe im Kosovo, weil eigentlich lohnt es nicht. So viel gibt das kleine Land jetzt nicht mehr her. Und Pea soll schon die schönste Stadt sein. Ja, und daher
versuche ich mich einfach hier mit dem öffentlichen Internet weiter durchzuschlagen und vielleicht dann gleich nach Serbien zu fahren. Ich habe jetzt übrigens eine Internetkarte gekauft. Einen wunderschönen guten Morgen aus Peja. Ich habe euch noch gar nicht den Stellplatz gezeigt. Die Sonne blendet. Ich stehe hier in den Bergen, allerdings auf einem Krankenhausparkplatz. Hier findet man wirklich erstmal nichts und schon gar nicht ohne Internet. Aber das funktioniert jetzt Gott sei Dank. Ich habe alles freischalten können, trotz Sprachbarriere. Und jetzt will ich erstmal auf den alten Basar, bevor ich in die Berge fahre. Jetzt ist hier alles leer, alle Leute schlafen noch. Das ist hier, wo gestern Abend der Trubel mit den Trommeln und so weiter war. Übrigens fühle ich mich, seitdem ich in Mazedonien war und auch hier im Kosovo, extrem stark, als wäre ich in der Türkei. Ja, als Tourist hat man halt den Eindruck, dass man in der Türkei ist, weil hier unglaublich viele Türken leben. Und es gibt auch unglaublich viele Moscheen. Jetzt ist hier alles leer und der Müll muss aufgeräumt werden von den Partys in der Nacht. Jetzt gehe ich auf den alten Basar. Da scheint noch nicht so viel los zu sein. So grundsätzlich gibt es eigentlich nur gefälschte Klamotten, Schuhe und Schmuck. Ich bin relativ früh gekommen, alles wird erst aufgebaut. Es ist so schön zuzusehen, wie alles erwacht. Die haben ja hübsche Babywiegen hier. Voll lustig, hier gibt es wieder so eine Socken und ich habe gefragt, was die kosten. Da sagt sie 5 Euro. Ich gehe rein, kaufe mir ein paar und gebe 20 Euro hin und bekomme 10 zurück. Und ich dachte, die kosten 5 Euro und sie dann, ja einer. Die geben hier die Preise für einen Socken raus. Meinen Kaffee habe ich jetzt aus und wisst ihr, was mich hier richtig stört? Die rauchen extrem viel. Also Männlein und Weiblein, die saßen neben mir an der frischen Luft und ich habe bald keine Luft mehr bekommen. Wenn eine aufgeraucht ist, rauchen sie die nächste Zigarette. Also ich finde es echt extrem. Ich war jetzt schon in 3 Supermärkte, weil ich Hundefutter suche. Hier sind so viele Straßenhunde. Aber sowas scheint es hier in den Supermärkten nicht zu geben. Wir starten in Peja und fahren in diese wundervolle Berggegend hier. Das ist die Gegend um den nächsten Berg vom Kosovo. Der ist, glaube ich, 2900 und irgendwas hoch.
müssen auf dieser engen Straße hier LKWs fahren. Ich bin angekommen, ich glaub's nicht. Was war das für eine Tortur? So eine schlechte Straße bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. Also, dass ich Serpentinen nicht so gern fahre, ist ja die eine Sache. Aber dass da Betonmischer fahren dürfen, die dann auch während der Strecke da die Straße reparieren und die Straße an sich eigentlich nur einspurig ist. Also manchmal hatte ich schon Angst um mein Leben, aber ich bin oben angekommen. Ich habe nur ein Problem. Ich muss die gleiche Straße wieder zurück. Aber jetzt gehe ich erstmal essen. Hier ist ein Restaurant. Es ist so wunderschön hier oben. Seht mal, diese ganzen Baufahrzeuge, die kommen dir alle dann entgegen. So, jetzt gehe ich erstmal in dieses Restaurant. Mal sehen, was Leckeres zum Essen gibt. Hauptsache kein Fastfood. Geil, das ist mein Tisch. Da setze ich mich jetzt hin. Oh, es gibt Essen und ich kann die Speisekarte haben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, sieht ja gut aus. Hier ist die englische Seite. Steak, Beefsteak, Rumpfsteak. Ich überlege, ob ich traditional nehme. Mit Beef, mit Käse. Naja, hört sich doch gut an, oder? Tatsächlich guten Appetit zu mir gesagt, als er mir das gebracht hat. Thank you, bye. Thank you. Ui, hier sind ja Fische drin. Ich war jetzt schlau. Ich habe mir einen LKW nach vorne geholt. Der macht mir jetzt Platz. Und ich brauche bloß noch auf die Löcher aufpassen. Jetzt kommt so ein scheiß Tunnel, wo man nichts sieht. Jetzt erstmal zurück. Oh, ich ein Glück, dass ich die Idee mit dem LKW hatte. Der wollte mich gerade vorlassen und ich, nein, habe ich mit dem Kopf geschüttelt. So weit kommt es noch. Diesen Luxus, den Platzmacher hier vor mir. Nee, nee, nee. Da kommen wir in Metrovica an. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist die getrennte Stadt. Ich bin in Metrovica und zwar ist es ein besonderer Ort. Ich würde sie nennen die geteilte Stadt. Nach dem Kosovo-Krieg im Jahre 99 hat sich die Stadt praktisch geteilt. Besser gesagt, der Fluss hier, der teilt die Stadt in zwei Stadtteile. Im südlichen Stadtteil leben die Albaner und im nördlichen Stadtteil die Serben. Das führt natürlich immer mal wieder zu, ich will mal sagen, Unstimmigkeiten. Ja, könnt ihr gerne mal googeln und nachlesen. Finde ich sehr interessant. Darum bin ich hier mal hergekommen. So, ich habe mich jetzt hier erstmal in so einem kleinen Café niedergelassen und trinke erstmal ein Cappuccino. Kostet hier übrigens meistens so um 1 Euro herum im Kosovo. Ich bin jetzt hier im Norden der Stadt. Hier leben circa 13.000 Menschen aus Serbien. Und das ist der größere Südteil der Stadt, in dem circa 30.000 Albaner leben. Und das ist die IBA, die trennt die Stadtteile sozusagen. Und es gibt genau zwei Brücken,
Das ist die erste Brücke hier. Und dort hinten seht ihr die zweite Brücke. Bis vor kurzem gab es noch Barrikaden, aber die wurden vor einigen Jahren abgebaut. Und es gab schon einige Tote bei den Reibereien hier. Jetzt geht's ab nach Serbien. Herzlich willkommen in Serbien! Also, die haben jetzt erstmal mein Auto auseinandergenommen. Erstmal gebe ich meinen Pass hin, wie immer, und wollte die Green Card auch abgeben. Wollte er nicht. Identity Card. Und ich war, was will er denn? Vom Auto? Ja, er nickt. Also, die konnten kein Wort Englisch. Die wollten eigentlich nur mein Personalausweis, nicht mein Pass. Zum ersten Mal auf meiner Reise musste ich das Auto öffnen und zeigen, und der hat dann auf mein Geburtsdatum getippt und so nach dem Motto, ah, gut gehalten, aber der war vielleicht Mitte 20, also boah. Na, da habe ich wieder einen schönen Platz erwischt, oder? Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen und wissen, wie es weitergeht mit meiner Tour? Dann Abo dalassen und Glocke nicht vergessen. Tschüss!